Ist das geil! Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Vlog. Und ja, wie ihr sehen könnt, heute habe ich was ganz Besonderes am Start bei unserem Wheelie Everything Day. Und zwar die BMW R9T. Ihr wisst ja, ich bin schon viele BMWs Probe gefahren. Heute haben wir hier die super, super, super geile im Café Racer Design Oldschool Maschine mit fast 1200 Kubik und knapp 110 PS. Ich finde sie super schön. Alleine hier, wie ihr sehen könnt, die typische Boxer-Charakteristik, da kann ich später auch noch viel zu sagen, sieht einfach so brachial aus, wenn man das von vorne anschaut. Also links und rechts jeweils super viel Motor. Wie ihr sehen könnt, auch hier die Krümmerrohre sind schon blau angelaufen. Absolut geil. Standardmäßig von Werk aus kommt die sogar, haltet euch fest, mit einer Acra-Anlage. Hier könnt ihr das ganz leicht sehen, ist so leicht eingraviert. Hinten am Auspuff hört sich super geil an. Und ja, ich dachte, hier die Location ist eigentlich ganz geil, so ein bisschen Altstadt-Flair. Da kommt sie super zur Geltung, wie ihr sehen könnt. Auch die Lackierung hier mit der 21 drauf, super schön gemacht. Ich stehe irgendwie drauf auf diesen Café Racer-Stil. Ich weiß nicht warum, habe ich euch noch nie so erzählt. Aber man sieht halt so ein Bike wie die, finde ich, nicht sehr oft. Schönes Ding, oder? Wie finden Sie das? Oder? So ein bisschen im Café Racer-Stil. Knapp 1200 Kubik, 110 PS. Macht schon Freude. Also wie ihr sehen könnt, die BMW R9T kommt wirklich gut an. Ich stehe hier keine 5 Minuten und schon gab es ein positives Feedback zu der Maschine. Klar, der Preis ist schon nicht gerade gering, aber ich finde für so ein brachiales Ding, eben mit 110 PS, knapp 1,2 Liter Hubraum, kann man schon mal ein bisschen was investieren. Und allein hier der Lufteinlass, schaut euch das an, es ist so geil. Das ist alles durchdacht, da ist an nichts gespart. Und auch das Heck hier, es sieht einfach so geil aus. Eigentlich bräuchte ich fahre mit Crosshelm gerade, shame on me, eigentlich bräuchte ich so einen richtig schönen Oldschool-Helm, der sich nochmal perfekt an das Bike anschmiegt. Aber ja, ich würde auch sagen, bevor wir jetzt hier die ganze Zeit rumreden, wir setzen uns jetzt drauf, fahren das Ding ein bisschen Probe und schauen einfach mal, ob wir das aufs Hinterrad kriegen. Ich bin super gespannt. Die passt echt gar nicht dazu, oder? Dieses Neongelb, oh Mann. Ich brauche echt so eine Oldschool-Ausstattung, das wäre eigentlich ganz geil. So, setzen wir uns mal drauf. Wie gesagt, der Sound ist absolut geil. Kann ich euch gerne mal eben zeigen. So, auch die Instrumente hier alles, wie ihr seht, Oldschool gehalten. Sehr, sehr minimalistisch. Neutral sind wir drin. So, dann lassen wir jetzt mal an. Und boah. Ihr habt richtig gesehen, wie das Motor links und rechts hergebebt ist. Das finde ich immer so geil am Boxer. Also richtig schön kerniger Sound, nicht zu laut, nicht zu leise. Gleich bei der Fahrt werdet ihr das nochmal anders erleben. Aber ja, setzen wir uns jetzt einfach mal drauf und fahren los. Ich habe sowas vom Bock. So, Ständer hoch. Und los geht's. Vor allem hier jetzt in den engen Gassen kann man den Sound natürlich nochmal viel besser hören. Wenn wir jetzt mal ein bisschen aufreißen. Wir sind bei 1500 Umdrehungen. Boah, es ist so geil. Ich liebe diesen Sound. Einfach unglaublich. Wäre das jetzt eine Einzylinder, dann würde ich sagen, so uff, ist vielleicht nicht so geil, aber als Boxer absolut, absolut geil. Jetzt bei 2000 Umdrehungen. Boah, und man wird es nicht glauben, aber sie blubbert. Natürlich finden es die Mädels auch geil. Wie hätte es anders sein können? BMW R9T. Oh, hier steht eine Super Duke. Crazy. Okay, es ist eine normale Duke. Wir haben uns die perfekte Location hier ausgesucht, Leute. Das ist absolut geil. Und es ist mal wieder so ein merkwürdiger Vlog, wo ich nur alleine rede, so ein Monolog halte. Ich habe es ja schon beim letzten Mal angesprochen. Irgendwie gewöhne ich mich da nicht dran. Also selbst wenn ich jetzt ein paar Mal alleine vlogge, es ist immer wieder strange, weil es zusammen eben eine reale, flüssige Konversation ist. Und so rede ich ja, wenn ihr das mal analysiert, mit mir selber. Und das kommt echt bescheuert rüber. Ich glaube, gerade in der Altstadt habe ich auch die ein oder anderen Blicke kassiert, wo sich vielleicht auch die ältere Fraktion gedacht hat, was macht der Junge da? Ist er vielleicht geisteskrank? Ist er geisteskrank? Aber nichtsdestotrotz, bevor wir jetzt hier wieder von Single- und Dual-Vlog anfangen,
ihr müsst jetzt mal wirklich darauf achten. Ich versuche den Kopf ganz still zu halten. Das ist unglaublich. Ich bewege mich nicht. Schaut euch das an. Seht ihr das? Das ist der Boxermotor. Ich bewege mich keinen Millimeter. Ist das verrückt? Und dieses Feeling ist absolut einzigartig. Ich habe das so auf keinem anderen Motorrad. Auch wenn man die Maschine anlässt, man spürt es viel mehr, weil die Kolben eben ganz anders liegen als bei einem herkömmlichen Motor. Ich glaube, Boxermotor kommt eben auch nicht von ohnehin, sondern er boxt richtig und man merkt es. Man kriegt sozusagen Schläge ab, wenn man möchte. So, Griffheizung können wir natürlich auch einstellen. Haben wir jetzt auf Stufe 1, das sollte eigentlich reichen. Es ist relativ warm heute, ich glaube um die 15 Grad, also ein richtig, richtig schöner Novembertag. Hier kommen schon die Rennradfahrer. What the fuck, was macht er denn? Krank. So, und wir fahren jetzt auf die Uerdinger Rheinbrücke. ABS können wir hier ausstellen, einfach mit einem leichten Knopfdruck. Zack. Jetzt seht ihr hier die kleine Leuchte. Ich weiß nicht, ob man die erkennen kann. Die ist relativ schwach. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir keine Wheelie Control oder derartiges mehr haben und wir das Vorderrad ein bisschen in die Luft lupfen können. Okay, krank. Wir stehen mitten im Stau. Ich komme nicht klar. Oh Mann. Oh Gott, das gibt's doch nicht. Oh Mann, ey. Oh, das kann doch nicht sein. Crazy. Okay, ich glaube, ich wende. Auch wenn man das hier nicht darf, aber ich stelle mich jetzt nicht in den Stau. Wir wollen ja einen Wheelie wenigstens machen. So. Okay, das sieht schon besser aus. Oh Mann. Hey Leute, es tut mir wieder so leid. Ich bin wirklich, was Planung angeht von Motovlogs, manchmal echt nicht der Beste, weil ich sowas überhaupt nicht... Oh Gott, da ist es auch so voll. Unglaublich. Crazy. Wo gehen wir denn dann hin? Wir brauchen auf jeden Fall eine freie Straße. Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. So, fahren wir mal hier rein. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Also BMW R9T ist auf jeden Fall keine Supermoto. Auch wenn ich mich gerade so ein bisschen verhalte. So, zack, einmal vorbei. Dann müssen wir jetzt hier links abbiegen. Zack, schmuggeln wir uns mal rein. Ich weiß jetzt schon, dass wieder ein Kommentar kommen wird, wie ich hier filter. Aber Leute, wirklich nochmal. Ich war in Italien und Frankreich und glaubt mir, das ist noch human. In Italien und Frankreich bekommt ihr Angst. Selbst als hartgesottener Motorradfahrer und Autofahrer. Es ist unglaublich, was da abgeht. Na, der Smart lässt sich hier Zeit. So, jetzt können wir auch nochmal den Sound checken im dritten Gang. Also die Übersetzung ist relativ lang, ist aber eigentlich ganz geil, weil es ja eher ein Cruise-Motorrad ist und jetzt nicht irgendwie vollkommen auf der Rennstrecke zum Prügeln. Boah, es ist so ein schöner Sound. Es ist so ein schöner Sound. So, jetzt hier wieder vorbei. Ich denke mir wirklich immer, was sich so ein Autofahrer, der nicht Motorrad fährt, denkt in dem Moment. Nach dem Feierabend, steht im Stau und so ein Typ mit einer richtig geilen Kaffee-Racer-Maschine mit Crosshelm auf und neongelben Sachen überholt einfach links. Ich frage mich wirklich, was da in den Leuten vorgeht. So, einmal hier, zack. Jetzt kommt hier schon wieder eine Baustelle. Crazy, was ist denn hier los? Das ist übrigens der alte Weg zu meinem alten Trainingsplatz. Den bin ich früher jeden Tag gefahren. Die ein oder anderen wissen das vielleicht sogar noch aus dem Blog. Und hier müssten wir gleich eine Gerade haben, wo es relativ frei ist. Und da können wir dann mal versuchen, mit der BMW R9T ein Wheelie zu pullen. Ich bin super aufgeregt. Ich hab noch nie ein Wheelie mit einer Boxermaschine gemacht. Also das wird wirklich, ohne Mist, Leute, das wird Premiere. Das wird heute Premiere. BMW R9T im Wheelie, absolute Premiere. Boah, es ist so geil. Hä? Zebrastreifen, okay. Das kenne ich auch noch nicht. Crazy. Hier sind wir übrigens Krefeld-Uerdingen, Schempark, Bayer-Uerdingen. Vielleicht sagt das dem einen oder anderen was. Und hier können wir jetzt gleich, wenn wir keinen Gegenverkehr haben, mal einen kleinen Wheelie-Versuch starten. Super schöne Aussicht. Man sagt auch, die Côte d'Azur von Krefeld hier lässt sich drüber streiten. Aber manchmal, wenn die Sonne scheint, da kann man sich das fast einbilden. So. Zweiter Gang, 3000 Umdrehungen. Dann versuchen wir mal. Okay, das war nix. Okay, das war auch nix. Dann schalten wir mal den ersten runter. Und dann versuchen wir mal einen Wheelie.
Crazy! Crazy! Alter Schwede! Also Leute, dieses Ding ist im Wheelie auf jeden Fall nicht einfach zu handeln. Ihr habt gerade gesehen, da kam ein richtiger Leistungsschub, als wir vom ersten in den zweiten Gang geschaltet haben. Puh. Und ich habe gerade auch richtig Puls. Alter Schwede! So, jetzt hier gerade erster Gang und jetzt versuchen wir es. Junge, 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 Junge. Alter Schwede. Ich bin mir nicht sicher, ob die Karre einen Wheelie-Control drin hat. Weil irgendwie kriege ich die nicht so richtig am Kipppunkt. Und das sollte ja eigentlich mit der brachialen Leistung möglich sein. So, versuchen wir gleich nochmal. Mit Gegenverkehr ist halt immer so eine Sache, ihr wisst das. Mache ich echt nicht so gerne. So. Alter Schwede, dieses Ding zieht einfach nur brutal. Es ist absolut krass. Alter Schwede, ist das geil. Junge, er hat sogar Lichtsuppe gegeben, er fand's richtig geil. Alter Schwede, boah, oh mein Gott, ey, das hat wirklich gerade richtig Spaß gemacht. Wir wenden hier mal, da können wir nochmal da lang, weil da vorne auf der Schnellstraße ist mir wieder zu viel los. Alter Schwede, war das geil. Also im zweiten Gang ging es wesentlich besser als im ersten. Kann sein, dass da weniger von der Elektronik reguliert wird. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal versuchen. Alter Schwede, wie geil. Hammer. So, jetzt haben wir hoffentlich gleich freie Bahn. Ich bin gerade begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass das so einfach geht. Vollkommen verrückt. Zweiter Gang. Und... Alter Schwede, es ist so geil. Es tut mir leid, dass ich schon wieder die ganze Zeit Alter sage und krass und krank, aber ich freue mich einfach so hart, weil das so Spaß macht. Schaut euch das an. Absolut geil, wie dieses Teil auf das Hinterrad geht. So Hammer. Unglaublich, unglaublich. Ich bin so aus dem Häuschen. So, nochmal durchbeschleunigen. Boah. Also man merkt wirklich die Leistung. 110 PS knapp. Absolut, absolut geil. Top notch. Oh Leute, Leute, Leute. Wo soll das noch hinführen? Wo soll das noch hinführen? So. Fahren wir mal hier in den Tunnel. Ich hoffe, die fahren jetzt da nicht auch lang. Wollen die geradeaus? Ja, die wollen geradeaus. Okay. So, und jetzt beschleunigen wir mal durch. Erster Gang. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Boah! Alter Schwede, da ist sie hochgegangen, obwohl ich mich nach vorne gelehnt habe und nur 3 Viertel Gas gegeben habe. Absolut krass. Ich bin auch gerade richtig warm irgendwie geworden mit dem Motorrad. Gerade war ja noch so ein bisschen Cruiser-Modus, aber jetzt, alter Schwede, ich bin auch hellwach, hellwach. Boah! So geil. Jetzt gehen wir nochmal gerade an die Côte d'Azur vorne. Da können wir eventuell auch noch einen kleinen Wheelie pullen. Die Aussicht ist da eben mega. Was geht denn mit den Vögeln jetzt hier ab? Ah, in den Süden. Natürlich. Da, wo es warm ist. Woo! Sehr geil. So. Oh Mann, die Leute denken auch immer, ich habe vollkommen einen an der Waffel hier. Ich meine, habe ich auch, aber ich glaube, die denken wirklich, ich bin geisteskrank. Geisteskrank. Grüße gehen raus an alle, die schon mit dem Wort vertraut sind. Es verbreitet sich. Es verbreitet sich. So, jetzt müssen wir aber hier nach vorne. Das geht natürlich nicht klar. Keine Lust hier in der Schlange zu stehen. Oh Mann, ey, ist ganz schön eng hier. Oh Mann, ey. Ah, jetzt. So, Entschuldigung, ich muss mal nach vorne. Danke. Ah, ist geiler Sound, ne? Da habt ihr kurzzeitig mal den Begrenzer gehört. Absolut geil. So, und jetzt können wir nochmal, hier ist jetzt alles frei. Jetzt können wir nochmal einen kleinen Wheelie pullen. Zweiter Gang und... Auf geht's.
Was? Oh, ich bin so happy. Das macht so Spaß. Ich könnte den ganzen Tag weiterfahren. Also am Kipppunkt das Verhalten super geil. Man kann sogar ein bisschen lenken. Viele Bikes, die so schwer sind, sind ja relativ starr und fahren eben komplett stur geradeaus. Aber hier ist ein bisschen Spiel drin. Und auch am Kipppunkt, dann die Dosierbarkeit ist super. Vom ersten in den zweiten Schalten, war ein bisschen kritisch. Aber im zweiten Hochholen an den Kipppunkt dran, absolut geil. Boah, habt ihr das gehört? Alter Schwede. Ja, jetzt sind wir wieder hier an unserer Ursprungslocation und ich würde sagen, ich gönne mir jetzt noch ein Eis, auch wenn es arschkalt ist, aber ich esse irgendwie immer Eis, das ganze Jahr über, selbst wenn Schnee liegt, ist es mir egal. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen hier mit der BMW R9T. Ich hoffe, euch haben die Videos gefallen und genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und wie immer, genießt die restlichen Tage und das Allerwichtigste, geht steil! Brups.